Thema, ganz wichtiges Thema für ganz viele Autofahrer in Deutschland. Die Frage, droht 13 Millionen Autos im nächsten Jahr das Cityfahrverbot, weil nämlich der Stickoxidausstoß verringert werden soll, planen die Umweltminister von Bund und Ländern schärfere Schadstoffregeln. Das würde bedeuten, im nächsten Jahr gibt es Umweltzonen und diese neue blaue Umweltplakette. Und dann dürften Millionen Autofahrer, besonders von Dieselfahrzeugen, mit ihren Autos nicht mehr in den Innenstädten fahren. Man, jeder, der einen Diesel fährt, oder egal welches Auto, die haben alle Geld gekostet. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie dann sich ganz einfach ein neues Auto kaufen kann. Kann ja nicht jeder. Dann dürfen auch die Flugzeuge nicht mehr fliegen. Das ist mindestens so umweltbelastet wie ein Dieselfahrzeug. Ja, totaler Quatsch und wieder alles total, ja, übertrieben einfach. Unnötig. Es ist eh ziemlich zweifelhaft mit diesen ganzen Plaketten. Ganze Plakettenbahn in Deutschland. Ja, das ist natürlich ein Thema, was ganz viele von Ihnen beschäftigt, liebe Zuschauer. Ganz viele haben uns geschrieben. André Knutzen zum Beispiel schreibt uns auf unserer Facebook-Seite. Bei einem Verstoß wird ein Bußgeld von 80 Euro fällig, könnte sich lohnen für die Städte. Und ich bin mir sicher, dass eine Menge neuer Umweltfahnder eingestellt werden, um die Innenstädte von den Umweltverbrechen zu schützen. Passend dazu der Bericht vom Cottbuser Tor, wo die Anzahl der Polizisten nicht ausreichend ist, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Das ist eine Meinung. Nächstes Thema kam von Hugo, der schreibt, blaue Umweltplakette, man müsste den deutschen Staat verklagen. Es kann nicht sein, dass ich mir ein neues Fahrzeug für zigtausend Euro kaufe und mir dann in ein paar Jahren verboten wird, mit diesem zu meinem Wohn- und Arbeitsplatz zu fahren. Schreiben Sie sehr, sehr gerne weiter zu diesem Thema auf unserer Facebook-Seite, liebe Zuschauer. Wir diskutieren mit Ihnen noch bis 10 Uhr. Dass die Männer jetzt irgendwie mir gerade voll die Abfuhr gegeben haben, ja, kann ich auf jeden Fall mit leben, weil die trauen sich an so eine Frau wie mich, trauen die sich ja gar nicht ran.